Zum Gruße, ihr Recken und Reckinen. Willkommen in Mountain Bait Schokoladenlord. Ist auch toll, ne? Schokoladenlord. Schokoladenlord ist richtig gut. So, ich habe jetzt den Relentless Schmitz wieder draufgehauen. Das heißt, wir können also verarbeiten, bis wir tot umfallen. Ich weiß, ich höre immer wieder Leute sagen, aber das ist doch... Warum haben wir denn jetzt hier, habe ich... Ist Autoskill auch für mich an? Ach nee, das ist von dem Mod. Ach so. Ich habe mich beim letzten Mal schon gewundert, warum das geht, weil... Warum auch nicht? Ja, 6 zu 3, 10 zu 20. Machen wir aber mit King Schneller die Gnadenlose. 20 zu 30. Hm. Ist doch viel besser. Oh, falsch rum. Ah, eigentlich brauche ich ja noch ein bisschen Holz. Oh, jetzt geht das wieder los. Sekunde, Achtung. Yeah. So, jetzt gucken wir mal. Bestellungen können wir machen. Die Waffe sollte Schwungschaden und Stich haben. Schwungschaden und Stich? Haben wir hier nicht. Ist halt nicht mehr zufrieden. Mir doch egal. So, dann... Wir brauchen Zweihand... Zweihandstreik. Ist hier was Neues dazugekommen? Nee, ne? Aber es ist ja neu. Zweihandschwert. Das ist ganz unten. Das ist noch gar nichts. Immer ein Zweiergriff. Okay. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen arbeiten hier. Eins, so. Haben wir schon? Zwei nicht. Das war der Griff, Entschuldigung. Hier anderthalber sind das alles. Einhändig, zweihändig. Haben wir hier eine bessere Parierstange. Guck mal, das sieht gut aus. Und wir brauchen ja jetzt einen Zweihänder. Ist ja scheißegal. Egal, was wir nehmen. Ne, das gilt auch als Zivilist. Ne, das ist doch schon ziemlich Standard, aber ziemlich geil. Ich mag den Ring eigentlich sehr gerne. Das sieht zwar blöd aus, aber das sieht noch blöder aus. Das mache ich aber nochmal ein. Schmieden. So, jetzt haben wir schon... So ein Säbel ist ziemlich cool. Ist auch einhändig, zweihändig schon. Weil der Griff halt noch da war. Aber na, ich hätte gerne einen Zweiergriff. Guck mal, wie schön edel. Guck mal, wie cool die hier schon aussehen, oder? Es lohnt sich ja jetzt hier nicht, irgendwie einen von denen zu benutzen. Wenn ich weiß, dass wir das eh ändern. Ich werde auf jeden Fall meinen Bogenschützen allen Zweihandschwert geben. Schon wieder hier oben. Ich will aber nicht dahin. Ne? Das will ich doch gar nicht. Aha. Waffenreichweite. Die Reichweite ist nicht so wichtig. Wir wollen, Geschwindigkeit. Jo, das ist gute Geschwindigkeit. Stich ist unwichtig.
Ich meine, das sieht so schon ziemlich gut aus. Guck mal, ist knapp über dem... Was ist, wenn ich zum Beispiel den Knauf ändere? Und sage, wir nehmen jetzt den Ring einfach nur. Werde besser, King Stunella, das geht so nicht. Okay, wir müssen es noch schlechter machen. Aha, na. Ach, verdammt nochmal. Einschmelzen. Ist doch schon grün. Ach nee, ist 3 Punkte. Also ich brauche mindestens den Griff. Das ist alles nur Metall. Grobes Metall. Nee, da müssen wir halt nochmal ein bisschen machen. Gut. Aber wir haben es ja fast. Also machen wir nochmal ein bisschen. Ich brauche auf jeden Fall neue Rekruten. Wie sieht's aus mit den Missionen? Sind alle zurück? Es sind noch 2 unterwegs. Dann bleiben wir noch ein bisschen. Cool, wir haben das fast. Jetzt macht Spiel wieder Spaß, weil wir wissen, wir können das einfach allen unseren Leuten geben. So haben wir noch mehr Survival-Aspekt im Spiel. Total geil. Und wir machen sogar Plus, weil wir so viele Verluste hatten. Aber Geld haben wir ja genug. Hier ist auch ein Turnier, aber ich muss jetzt mal ein bisschen warten. Wo sind wir denn? Ich müsste doch mal gucken. Der Arena-Mod wurde leider nicht mehr geupdatet, sonst würde ich die gerne benutzen. Ich muss nur mal gucken. Wir sind auf Platz 14 sogar schon. Aber Tom und guck mal, 33. Ach, was soll's. Ich meine, wenn ich hier schon so rumsitze. Ah, sehr gut. Boah, danke schön. Bogenlapine. Danke schön, Bogenlapine. Helgas Bestimmung. Oh, scheiße. Boah, sehr schön. Beide K.O. Ich bin der Sieger. Ja, sehr gut. Zwei Duelle sind eigentlich am coolsten. Es sei denn, es ist ein Hippen. Dankeschön. Kampflappen. Oh. Ja, daneben gehauen. Gibt's schon nicht, der hat gefaintet. Es gab ein Update vom Realistic Battle Mod. Es kann sein, dass die Truppen jetzt nicht mehr so komisch voneinander stehen. Wir hatten das ja irgendwie zuletzt. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Okay. Haben wir irgendwas oder? Wahrscheinlich irgendein anderer. Ja, tut mir leid, aber selber skillen, das kann ich, das fand ich schon ziemlich nervig bei den Companions. Ich sag mal lieber Gefährten, weil dann sage ich nicht irgendwas mit P. Companions. A Rebel Faction emerges. Rebel Faction emerged in Batania. They are led by Clan Fan Penric.
Das hatten wir auch noch nicht so wirklich, ne? Dass die mal wirklich rebellieren. Ja, eigentlich müsste ich jetzt mal... Ja, ich muss schon mal wieder los. Ich muss ja noch mal ein bisschen hier Waffen sammeln. Waffeln. Back off, Stranger. Back off, Stranger. Dankeschön, nein, dankeschön. Nur noch Lappen kommen jetzt bei mir rein. Es sei denn, ich brauche wirklich dringendst Leute. Guck mal, wir sind wieder schön schnell. Ich überlege, ob ich jetzt mal mit euch zusammen den Truppenbaum mal ein bisschen anpasse. Aber vielleicht machen wir das erst, wenn ich die Waffen gecraftet habe. Können wir da nämlich mal ein bisschen reingrätschen. Oh, sehr schön. War erfolgreich? Rank of Winzzeller wurde... Rank noch... freigelassen. Ach so. Ja, toll. Ich wollte gerade sagen, Derngiel? Barbarian Troop. Ich brauche mehr berittene Lappen. Kampflappen. Jetzt hier gerade neben der Stadt, dann ist das okay. Obwohl, doch ja, müssen wir schon machen. Also einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch rein. Nein! Ich hab mich verdrückt! Ja, ich weiß, es ist wieder ein Turnier. Da brennt eine Kampflapine. Ach, egal, komm, wir machen damit. Ich muss. Oh, nee, halt. Viel besser. 68 Raider. Jo, das ist doch geil. Barbaren, Plünderer. Man, die sind ganz schön schnell. Ist noch Barbaren. Die wollen bestimmt kämpfen. Sehr schön. Angriff. Ah, sowas hilft einem morgens auf die Beine. Ist zwar nicht morgens. Falconius der Große und Heinrich von Scharfenberg. Wo ist denn der Zerfetzte? Oh, ich glaube, der ist noch auf Mission. Ja! Soldaten! Ich meine jetzt mal eine Linie, eine bessere. Linie bilden! Linie bilden! Die Bogenschützen schießen ein bisschen. Riders, hear me. Mounted archers. Obwohl, dem Mord des Archers gebe ich Befehl. Sergeants in charge. Wollen die Sergeants mal ein bisschen arbeiten, wo noch keiner ist. Ah, wir haben echt kaum noch Bogenlapinen. Guck mal. Der Vasili hat einfach noch keine Reichweite. Guck mal, wie du aussiehst, Vasili. Guck mal, wie dünn du bist. Was ist denn falsch mit dir? Boah, er ist voll deprimiert, der arme Vasili. Bist der Anführer, Vasili. Komm. Guck mal, wie du aussiehst, im Gegensatz zu einem batanischen Vieh am Recken. Boah, die schießen auch irgendwie nicht. Ja. Ich glaube, die gehen alle gar nicht. Ich glaube, ich will lieber auf Wurfäxte gehen. Ja, keine Sorge. Ich glaube, Ende der Folge haben wir wieder... Ah, die können da kaum arbeiten. Die Barbaren, was ist los hier, Lappenbarbaren? Trauen sich gar nichts hier. Move!
Guck mal, die hören gar nicht mehr auf, den Sergeants zu folgen. Horseman! Ist das geändert worden? Horseman! Horseman! Nee, ist alles richtig. Dass sie alle kaputte Schilder haben, ist zwar ganz nice. Aber es ist zu viel kaputt. Es haben alle noch braune Schilde. Ne? Außer ich irgendwie. Weil eigentlich würden sie sich ja schon ein bisschen mehr Mühe geben hier. Es gibt doch immer extra einen Film, einen Schildmaler. Los, ab in den Wald! Ihr Werferlein, komm mit. So, Vasili, zeig, was du kannst. Du kriegst bald auch einen besseren Bogen, keine Sorge. Was weniger bunt ist, damit nicht alle wissen, wer du bist. Ich bin der Anführer. Ja, ich gehe auch zu Fuß. So, ich glaube, von hier aus müssen wir eigentlich werfen können. Oh, scheiße. Werfen, los! Und los geht's. Ja! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die mit ihren Zweihandäxten machen alles Snack. Das gibt's doch nicht. Nächster Freundchen. Scheiße. Bogenschützen müssen hinten bleiben. Wer bin ich? Ich bin eine Schwertschwester, glaube ich. Ja. Alter, haben die mich mit ihren Zweihändern einfach wegradiert? Aber so muss das sein. Da gehen immer die Arme und Beine flöten. Komm, ich gehe in den Wald. Super Idee. Die nackten Barbaren, ey. Hochmut kommt vor dem Fall. Sein Kopf verloren. Sehr gut. Alter, wir haben 22 Tote. Ein Rad hat einen getötet. Falconius 2. Oh Mann. Die kommen direkt in die Arena. Die dürfen im Zirkus mit den Löwen spielen. Ah, gehen wir nach Marunaz. Alter, übel. Einer hat sogar überlebt. Ich hätte es noch auswürfeln müssen. Meine Güte.
müssen wir wirklich mal zusammen ran. Die Truppen nochmal editieren. Was haben wir denn Fokus. Gehen auf Taktik. Ist die milde Taktik. Die wird immer schmieden. Nicht im Kalmen zu verkaufen, die Truppen. Was? So. Komm, wir schmieden mal einfach irgendwas. Aber nicht ich, sondern Kingstonella. Einfach nur zum Punkte machen. Wie gesagt, wir machen diese Folge noch das Schwert. Ich muss mich jetzt auch dazu zwingen. Wollen wir nur Tier 1? So, Kingston ist jetzt bei 90. Jetzt müsste das auch gehen. 92. So, schmieden. Also, ich will Stufe 2, Zweihandschwert. Und zwar, war das das hier oder war das das hier? Ich glaube, es war das. Dann will ich Stufe 2, das. Und dann Stufe 2... Geschwindigkeit. Das ist halt krass, also. Wie alle aussehen. Und der ist natürlich richtig schön, aber das hat nur zweihändig. Jetzt steht dann, was hatte ich denn vorhin, dass es, einfacher war. Vorhin war das auf 90. Ich mach mal das auf 1. 95 und das auf 2, 1. So, dann sind wir bei 90. Den mich kürzer machen, das sieht so hässlich aus, so. Reichweite, Schwunggeschwindigkeit 104. Das ist so schnell. Eine Klinge mache ich denn da rein? Das ist kurz, aber macht ziemlich viel Schaden. Guck mal hier, 81. Ich nehme das hier mal. Aha. Helga 1. Den falschen Griff genommen. Ist auch die Klinge. Ich dachte, das ist der Griff. Das ist auch das Schwert. Länge 109. Stichschaden. Schwungschaden. Guck mal, wie wenig Schwungschaden. Das ist 59. Aber es geht ja darum, was der zweihändig macht. Und das ist dann 80.
Das ist auch nicht so geil. Da müssen wir nochmal ran, aber egal. Ich nehme das jetzt. Es muss nämlich sein, sonst sind wir nicht die Helga, die wir sein wollen. Dann einer von Keks. Ach, das ist auch ganz schlecht, ey. Falchion, rostiges Falchion. So sieht's aus. Meisterlich. Ist gar nichts. Es tut mir leid. Gehen jetzt erst nochmal. Die Schwerter sind noch nicht so geil. Also. Immerhin haben wir jetzt eins selber. Also da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran. Schmieden und so. Bisschen essen. Bisschen was verkaufen. Entschuldigung, habe ich schon wieder vergessen. So, jetzt nochmal Handel. Habe ich mich schon wieder vergessen. So. Radewald, der Wortgewandte. Der kriegt jetzt mal ein bisschen Schild. Was für Schilder geben wir uns denn? Genieteter Drachendingens. So. Kriegt da einen kleinen Hut. So, schon besser. Voll der Lappen, voll im Einsatz. Okay, sehr gut. Ja, sind ja alle wieder da. Wir haben sehr viele Verluste. Und ich muss jetzt mal die Lapin-Kavallerie anpassen. Also das mit den Schwertern, das reicht noch nicht. Wir sehen, wir müssen noch daran arbeiten. Und das ist auch wieder ein Turnier. Ich überlege gerade, was wir machen. Also wenn ich die Lapinen jetzt bearbeiten soll. Ne? Also wir haben einmal den Lappen. Der wird zum Kampflappen, Blalappen, so und so Lappen und Tötungslappen. Ich muss nur mal die Schwerter angucken. Also, was es denen da geben soll. Unterlapine, Kampflapine, so hieß die Kavallerielapine. So, und jetzt. Die hat ein Breitschwert, flacher Dreieckschild und Druschinik-Lanze. Das ist natürlich richtig edel. Sollen wir jetzt weitergehen? Noch eine Lapine weiter. Die Dinge sind eigentlich ganz gut. Ich hab bei denen gesagt, wir bleiben nur bei normalen Pferden, weil ich bei den sturgischen Trabern, weil dann muss ich keine Streitrosse aufwenden, die aufzuwerten. Wisst ihr, was ich meine? Und die haben sowieso schon Lamellenrosshanische. Das Einzige, was besser bei denen ist, ist dann wahrscheinlich die Waffe. Und der Lamellenrosshanisch ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Dann ist hier bei denen, was bei denen zählt, ist der Skill. Skill! Ja, das, das. Dann reiten. Werfen ist dann Nebensache. So ein bisschen was in Werfen. Die haben sogar Athletik 90, damit sie auch bei den Bogenangriffen gut mitmachen können. Ich mal hier bei den letzten zwei Tiers rein. Das hier ist das Breitschwert. Da können wir mal reinmachen, keine Ahnung. Breite Hochland-King oder was. Aber da müsste ich halt erst gucken, wie die überhaupt so sind. Tier 6. Dekoriertes Hochlandschwert zum Beispiel. Zweihandschwert. Einhandschwert, Zweihandschwert. Steht dann bei den Klassen auch Einhand, Zweihand bei? Far Eastern Honor Guard Saber. Nehmen wir mal das. Bei allen rein. Das macht man dann so.
Das auswählen. Editieren. Satanische Bergklinge. Platziertes Breitschwert. Dann, flacher Dreieckschild. Ja, ist ja auch blöd. Müsste jetzt auch ein Tier so und so werden. Haben wir ja bestimmt auch hier. Kann das ja natürlich sortieren. Großes Dreieckschild. Zack. Und, Waldwurfspieße werden hier zu... Haben wir hier überhaupt Tier so und so? Tier 5. Dann Culture, Weapon Type. Drohnen. Zirit. So, und dann haben wir noch die Druschini-Glanze. Ich glaube, da ändert sich sowieso nichts. Das ist Pole Arm. Ich glaube, besser geht's ja gar nicht. Far Eastern Decorative Glaive. Hellebarde. Hier ist eine richtige Hellebarde. Rohrgläfe. Rasierklinge. Übungsgläfe. Speere sind hier gar nicht mehr. Wenn man denen so eine Gläfe gibt, dann sind die auch richtig übel. Das sind alles Schwungwaffen. Ob ich denn Tier 5 gehe? Die Druschini-Glanze ist gut. Hippen. Wie gesagt, ich brauche noch die... Adligen Reiterlanze. Guck mal. Schwere Druschini-Glanze. Ja. Die ist gut. Dabei bleibt die jetzt auch. So, und das ist jetzt dann quasi die... Berittene schwere Kampflapine. Berittene Lapine? Achso, müsste ich hier eigentlich... Weil ich kann noch eine machen, ne? Dann wäre das eigentlich... Aber ich meine, schwerer geht's ja gar nicht. Ich habe... Gut, ich habe die Rüstung nicht geändert, ne? Ach, ist noch Lederrüstung? Das ist ja auch bescheuert. Genietete Lederrüstung. Dann mache ich die nämlich weg. Warte mal. Die. Weg. Müsste hier noch die Rüstung ändern. Tier 5. Weil da bin ich ein bisschen schneller durchgegangen. Nur was würde hier passen? Das hat 28. Boah, die Armor ist halt armselig. Oberpelz mit Kettenhemd. Das hat 36. Was haben die in den Lederrüstungen? Aber die sind doch auch da ungefähr so bei 36. Das genietete Arketon auch. Hier ist schon besser. Dummy Max Armor, das ist... Genietete... Hier, genähte Lederrüstung mit Kettenhemd. Grober Pelz. Lalalala. Plattenrock des Kahns. Das klingt halt immer so gut, ich bleib da immer hängen. Hier, verspiegelte Brigantinenrüstung. Verspiegelt. Verzierte Kettenrüstung. Das ist aber auch nur 32. 57, schwerer Schuppenpanzer über Kettenrüstung. Ja, Kette und Platte halt, ne? 46, Plattenrock des Kahns, ja. Also luxuriös, so weit will ich noch nicht gehen. Hier ist Kilt über Plattenrüstung, guck mal, 42, da müssen wir mitgehen.
So. Das sieht doch noch was aus. Und dann haben wir hier Lederharnisch mit Umhang. Ich glaube, da tut es sowieso nicht so viel. Das ist so ein bisschen, blöd. Tatsächlich. Das Ding ist, wenn wir die hier, nehmen. Das geht ja auch. So, und der Helm ist eigentlich auch noch voll der Lappenhelm. Die genetische Schuppenhaube. So, ein Reiter brauchen eigentlich was Geschlossenes. Gerade die Reiter. Irgendwas mit so... Muss ich auch irgendwie... Oder halb geschlossen, ich weiß ja nicht. Aber hier sind die gar nicht. Was würde denn passen? Zweiundzwanzig. Zweizackige Bronzenkrone? Was ist das denn bitte? Ach, das ist eine Krone. Guck mal. Geil. Ja, Topfdeckellapinen. Geil. Ja. Ne? Haben wir da wenigstens auch mal schwere berittene Lapinen. Mal gucken, wie die sich machen. Wir werden es sehen. Wir lassen es erstmal so. So, jetzt haben wir die auch. Beste Kampflapine. Okay, sehr gut. Dann haben wir das. Jetzt habt ihr es nochmal gesehen, wie das ungefähr gemacht wurde. Aber so läuft das, ja? Leute, ich muss jetzt hier aufhören. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Da werden wir jetzt nochmal ein bisschen neu rekrutieren und ein bisschen mal ausbilden. Und mal gucken, ja? Es wird noch einiges zu tun geben. Und bis dahin wie immer, haut rein, Leute.